Bereicherung. Albaner stechen Barbesucher nieder. Opfer zuvor mit Flasche niedergeschlagen. Berlin. Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr betrat eine junge Frau in Begleitung eines Albaners in der Schöneberger Göbenstraße eine Cocktailbar. Stammkunde Mirko K., 39 Jahre alt, der die junge Frau flüchtig kannte, begrüßte sie freundlich. Doch diese nette Begrüßung passte dem albanischen Begleiter nicht. Der Albaner maulte sofort Mirko K. an, ob dieser keinen Respekt hätte. Es kommt zu einem kurzen Streit, woraufhin der Albaner die Bar verließ. Wenig später kam er mit Verstärkung zurück, brachte 4 weitere Männer mit in die Bar. Ohne jegliche Vorwarnung schlugen sie Mirko K. eine Flasche über den Schädel. Dieser brach von dem heftigen Schlag ohnmächtig zusammen. Dann stachen die Männer dem am Boden liegenden mit einem Messer 2-mal in den Rücken und flüchteten anschließend. Als Mirko K. wieder aufwacht, kümmern sich schon Rettungskräfte um ihn. Er kommt ins Krankenhaus, wird notoperiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Täter, die nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht ermittelt werden konnten.